Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin Gabriele Braun, Geschäftsführerin der Marketingbörse. Heute geht es im Webinar um Smart Data Technologien und zwar ganz konkret um Data Driven Advertising mit Echtdaten. Ich darf Ihnen dazu unsere Referentin Katrin Meyer vorstellen. Frau Meyer ist Senior Sales Consultant bei der Schober Marketing Group in Ditzing und seit über 10 Jahren in dieser Technologiebranche zu Hause. Die Spezialistin berät ihre Kunden zu den Themen Technologien und Lösungen mit Lead- und Kampagnenmanagement, zum Multi-Channel-Marketing sowie die Nutzung analytischer CRM-Systeme. Frau Meyer wird heute auf das spannende Thema datenschutzkonforme Verknüpfung von On- und Offline-Daten eingehen sowie auf die Echtzeitmodellierung von Profilen. Ja, wir sind schon ganz gespannt und neugierig. Lassen Sie uns beginnen. Danke, Frau Braun. Also nochmal ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Steigen wir direkt ein. Mach mal so eine ganz kurze Vorstellung für alle, die Schober jetzt nicht auf dem Schirm haben oder nicht im Detail kennen. Die Schober Information Group Deutschland, die kommt ganz klassisch aus dem Adressgeschäft. Wir haben eine Firmenhistorie von über 60 Jahren. Es hat sich entwickelt von anno dazu mal Lettershop, Katalogdruck, Telefonbuchdruck über die letzten Jahre dann teilweise B2C, B2B Adresslisten und jetzt mittlerweile sind wir sehr aktiv in allen Bereichen des Marketings in den verschiedenen Kanälen. Das Herzstück von Schober sind immer noch die vielen Daten, die wir besitzen, die wir mittlerweile auch für alle Kanäle einsetzen. Im Firmenbereich haben wir 4,5 Millionen B2B Adressen mit allen möglichen Zusatzinformationen. Eine der Kerninformationen von Schober sind ganz klassisch, dass wir sogar die zweite Führungsebene bei den Firmenadressen haben. Und dann eben die klassischen Merkmale wie Beschäftigungsanzahl, Umsätze dergleichen. Dann unser zweites Herzstück sind die Privatadressen. Wir haben ein Joint Venture mit der Otto-Gruppe, eine 50-50-Beteiligung, nennt sich bei uns die Schober Direct Media, da gehören 50% der Otto-Gruppe, 50% gehören Schober und in dieses Joint Venture fließen alle Transaktionsdaten der Otto-Gruppe mit ein, sprich wir wissen von Haushalten und von Personen, die in Haushalten leben, ist es jemand, der exklusive Damenmode bestellt, ist es jemand, der immer Unterwäsche bestellt, ist es jemand, der Haus- und Gartenartikel bestellt, weil zur Otto-Gruppe gehört ja nicht nur der klassische Otto-Versand, sondern auch Themen wie Sportcheck, Hagebau, Bobtri, dann weiß man eben, es sind eher die, die günstige Ware bestellen. Dann wissen wir darüber natürlich auch, wer sind Schnäppchenjäger, also wer bestellt immer, wenn es gerade irgendwelche Angebote gibt. Und der dritte Part ist, wir wissen zum Beispiel auch, was Valutakäufer sind. Sprich, wer bestellt immer und kauft auf Raten. Was natürlich eine wichtige Aussage ist, wenn es um Finanzdienstleister geht, wenn es um Versicherungen geht, weil die Leute einfach ein anderes Verhalten zeigen. Die haben natürlich auch mal ein Privatkreditinteresse, solche Themen. Dann das dritte Datenbankzuckerl sind unsere Gebäudedaten. Wir haben alle Gebäude in Deutschland mit jeglichen Merkmalen zu Sanierungsbedarf, zu Gartengröße. Das ist vor weit über 15 Jahren wurde das gestartet. Es war quasi das Google Street View der damaligen Zeit. Der Herr Schober Senior hat damals Studenten durch ganz Deutschland geschickt mit großen Fragebögen. Die mussten im Prinzip bei jedem Haus abfragen und ankreuzen, wie groß ist der Garten? Hat er einen Garten vorm Haus, hat er einen hinterm Haus, hat er einen ums ganze Haus herum? Wie alt ist das Gebäude? Wann ist es entstanden? So fing das damals an. Heute macht man das natürlich auch mit moderneren Methoden. Heute müssen wir keine Studenten mehr durch die deutschen Straßen schicken. Aber so ist ganz ursprünglich mal die Gebäudedatenbank entstanden. Und dann haben wir heute 6 Millionen Lifestyle-Daten. Lifestyle ist etwas, für das ist Schober schon sehr, sehr lange bekannt. Das war ursprünglich eine Idee unseres eben Firmengründers Klaus Schober. Der hatte sehr viel Geld in die Hand genommen und hat zur Zeit der Volksbefragung in den 90er Jahren, und war irgendwie 95, hatte der extrem clever einen Fragebogen entwickelt, der exakt genauso aussah wie die Volksbefragung, wie die Volkszählung.
Und damit hat er bei damals 10 Millionen Aussendungen 5 Millionen komplett ausgefüllte Daten zurückbekommen. Und es waren wirklich damals irgendwie 130 Fragen, 1600 Antwortmöglichkeiten inklusive Gesundheitsinformationen und dergleichen, die wir natürlich heute auch für alle löschen mussten aufgrund Datenschutznovellen. Aber somit war der Urstein gelegt für eine riesig große Lifestyle-Datenbank, wo wirklich Themen sehr, sehr spezifisch drin sind. Also es sind auch die Automarken drin, dergleichen. Das ist über die letzten 20 Jahre immer regelmäßig gepflegt worden. Teilweise sind die Daten im einjährigen Abstand, teilweise im zweijährigen Abstand. Mittlerweile machen wir das auch so, dass wir zum Teil online verifizieren, zum Teil offline und natürlich auch neue Daten generieren. Dann das, was wir damit anbieten, sind zum einen natürlich irgendwo alle E-Mail-Adressen mit Qualifizierungsdaten und dann bieten wir das Targeting heute eben auch in Bereichen Display an. Da komme ich aber dann später eben dazu, was man damit alles machen kann. Ich glaube, das große Asset von Schober ist wirklich die Datentiefe und die Datenbreite, die wir haben und das analytische Wissen dazu. Wir haben eine eigene Servicegruppe, die sich sowohl mit Datenqualität, Datenmanagement, also Zusammenführung von Datenbeständen dergleichen kümmert, aber eben auch um Kundensegmentierungen, wie kann ich unstrukturierte Daten mit strukturierten verbinden, welche Themen sind da mit im Portfolio. So, jetzt steigt mal ein. Was erwartet Sie heute? Die Frau Braun hat schon angekündigt, datenschutzkonforme Verknüpfung von On- und Offline-Daten. Da werde ich einfach so ein bisschen drauf eingehen und erklären, wie schaffen wir das, On- und Offline-Daten zu verknüpfen, ohne Datenschutz zu verletzen und schlichtweg auch wirklich ethisch korrekt zu bleiben. Weil wir möchten ja jetzt nicht irgendwo Dinge tun, die dem User am Ende aufstoßen, wo wir dann eben auch uns unlauter verwenden, darum geht es nicht, sondern es geht darum, am Ende des Tages dem User relevante Werbung auszuliefern. Was sind Themen, die ihn interessieren? Was sind Dinge, die für ihn wirklich einen Mehrwert bieten, wo er zu Kaufentscheidungen hingeführt wird, dergleichen. Und darum geht es uns eben auch bei der Verknüpfung von den Daten. Das zweite Thema ist, was können wir dabei alles machen? Also was sind Zielgruppen, wie kann man die bilden? Wie kann man dynamisch modellieren? Wie kann man Scorekarten erstellen? Was sind all die analytischen Mittel, wo wir aus großen Datenbeständen einfach die relevanten Informationen ziehen können? Weil große Datenbestände zu haben, ist heute, glaube ich, für niemanden mehr schwer in Zeiten von Crawling und Internet und dergleichen. Die Frage ist am Ende immer, was sind die wirklich relevanten Daten für mich? Da werde ich dann nochmal so ein bisschen näher drauf eingehen. Und der dritte Punkt, da werde ich einfach immer wieder im Kontext Beispiele einfließen lassen, ist, was kann man denn an Conversion-Verbesserungen erzielen durch die individuelle Ansprache? Weil darum geht es am Ende für jeden Werbentreibenden. Wie kann ich aus meinen Marketing-Dollars, die ich investiere, mehr rausholen? Wie kriege ich mehr Neukunden? Wie kann ich meine Bestandskunden irgendwo ausbauen? Das sind die drei Themen, die wir heute mal vorrangig irgendwie besprechen, die ich ansprechen werde. Ich freue mich dann natürlich im Nachgang auch, wenn Sie ganz viele Fragen haben. So, und jetzt steigen wir endlich ein, so mit Data-Driven Advertising mit Echtdaten. Wir machen das Ganze über eine DMP. DMP steht für Data Management Plattform und darüber verknüpfen wir die Online- und Offline-Daten. Das heißt, ich steige jetzt mal kurz ein in unsere DMP. Was haben wir für Datentöpfe? Wie verknüpfen wir die? Das ist jetzt mal ein eher umfassendes Bild. Unsere DMP verknüpft erstmal alle Datentöpfe, die wir reinbekommen. Und als Output haben wir die Möglichkeit zu targeten. Das heißt, wir sind online ansprechbar mit allen Datenquellen, die wir haben, alle Attribute. Das sind am Ende des Tages keine Personen mehr ansprechbar, sondern Devices. Sprich, da erreiche ich jemand mit einer bestimmten Kaufkraft am Laptop, jemand mit irgendwie Affinität für Unterwäsche am Mobile. Was haben wir für Kanäle zum Ausspielen? Ich fange mal hinten an, das ist der einfachere Part. Wir können in jegliche Content-Management-Systeme das Targeting liefern. Wir können bei den DSPs, sind wir mit den Segmenten verfügbar. Bei SSPs kann man unsere Daten nutzen. Und am Ende des Tages natürlich auch in der eigenen Website. Was immer Sie für einen Bedarf haben, weil am Ende des Tages ist es immer nur eine Abfrage, ob ein bestimmter Cookie irgendwo von uns klassifiziert werden kann. So, jetzt fange ich mal oben an. Wir haben
Ganz links, den orangenen Punkt, ist die CRM, Data Customer Base. Die steht dafür, dass wir heute auch von jedem Kunden die CRM-Daten mit reinnehmen können. Wie das dann funktioniert und wie das verknüpft wird, geht dann nach der Besprechung der Datenbasen drauf ein. Sprich, wenn Sie heute einen Kundenbestand haben, wo Sie sagen, ich möchte den im Internet erreichen, weil den möchte ich anders bewerben wie meine Neupotenziale, nehmen wir das mit auf und können Ihnen dann auch die Möglichkeit der Segmentierung bieten. Dann haben wir ganz klassisch die Schober Target Base, das ist natürlich unsere große Offline-Datenbanken, die ich gerade eben auch im Eingang vorgestellt habe. Das dritte ist die Schober Partner Base. Wir brauchen irgendwoher ja Online-Daten. Wir legen extrem viel Wert drauf, dass in der Partner Base nur Firmen zuliefern, also im Normalfall Publisher, die entsprechend sich um Werbeeinverständnis und dergleichen kümmern. Das ist einfach der wichtige Anspruch an den Datenschutz. Das heißt, unsere Cookies und Interests werden jetzt nicht irgendwo gecrawlt, sondern das sind dediziert Publisher, die wir dafür auch vergüten, die uns Cookies einliefern und Behavior-Daten. Der vierte Punkt, den brauchen wir zur Verknüpfung. Das sind die Matching-Partner. Jetzt erkläre ich erstmal so grob, wie wir die Verknüpfung machen, dann erklärt sich auch, was die Matching-Partner-Base ist. Also die Verknüpfung funktioniert folgendermaßen. Wir haben auf der einen Seite Offline-Daten. Das können jetzt sein Vorname, Nachname, das ist im Normalfall die postalische Adresse, das sind E-Mail-Adressen. Das ist erstmal so die Identifikatoren, teilweise auch eine Telefonnummer, die wir in den Offline-Daten vorliegen haben. So, dann habe ich auf der anderen Seite, aus der Partnerbase, habe ich die Online-Daten. Da habe ich Cookies, da habe ich Behavior-Daten, aber da habe ich erstmal überhaupt keinen Bezug zu einer Person. Am Ende des Tages ist es auch nicht wichtig, den Bezug zur Person zu haben, aber ich brauche den Personenbezug einmal, um die Attribute anspielen zu können. So, wir machen das folgendermaßen. Wir nehmen die Offline-Daten, wir verschlüsseln die nach einer sicheren Methode, die nicht rückführbar ist. Dafür haben wir auch Datenschutzsiegel, gehen nachher nochmal kurz drauf ein. Und stellen die verschiedenen Hashes in unsere Datenbank ein. Also da steht in der Mitte, steht Kappa Neo Data Treiber, das ist unsere DMP. Da landen erstmal alle Hashes drin. Sprich, wir liefern dort keine Rohdaten rein, sondern nur verhashte, also anonymisierte Informationen. Jetzt ist es bei uns so, dass wir nicht einzelne Felder verhashen, das wäre datenschutzrechtlich eher kritisch, sondern wir sagen, wir verhashen eben Kombinationen. Mal heißt die Kombination Vorname plus Nachname plus Ort, mal ist die Kombination E-Mail-Adresse plus Vorname. Einfach um sicherzugehen, dass wir die Personen entsprechend verschlüsselt haben und aber auch treffen können. So, bei den Cookies ist es so, dass wir den Personenbezug durch die Matching-Partner-Base darstellen. Wir kriegen von den Matching-Partnern kriegen wir Cookies und verhashte Personendaten. Das heißt, es können jetzt wieder Vorname, Nachname, Ort sein oder eine E-Mail-Adresse plus ein Vorname. Die liefern sowohl das Cookie als auch diese verhashten Personeninformationen in unsere große Datenbank ein. Und darüber schließt sich dann auch die Brücke. Wir haben in der Partnerbase haben wir Cookies, die da reinlaufen. In der Targetbase haben wir die Attribute plus die verhashten Informationen. Und in der Matching-Partner-Base haben wir die Cookies und die verhashten Informationen. Das heißt, ich nehme die Cookies aus der Partner-Base, ich verknüpfe die mit den Cookies der Matching-Partner-Base, habe in der Matching-Partner-Base auch die verhashten Informationen und darüber kann ich die Target-Base mit anhängen und habe somit all die Offline-Attribute mit vorhanden. Das ist das, was am Ende in dem Data-Driver dann verfügbar ist. Und wir haben somit für jedes Cookie Targeting-Attribute. Nicht nur, dass wir Targeting-Attribute haben, sondern wir können eben auch noch sagen, nachdem wir die Offline-Daten von Schober alle verknüpfen können, können wir auch jede andere Daten verknüpfen. Das heißt, wenn Sie Ihre Kundendaten mit reingeben müssen oder wollen, müssen Sie keinsterweise uns Rohdaten geben, sondern Sie können die genauso gut verhasht liefern. Wir liefern den Algorithmus, wie verhasht werden muss, dann geben wir das mit ein. Und dann können Sie all Ihre Kunden ganz anders ansprechen, wie Sie Ihre Neupotenziale ansprechen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Telefon. Wenn ich heute einen Handykunden habe, möchte ich ja nicht, dass ich meinen eigenen Kunden wieder mit einem Neuvertrag locke, sondern den möchte ich ja vielleicht basierend auf seinem heutigen Verhalten in der Kundenbeziehung
möchte ich Cross- oder Upselling machen, sprich, ich möchte ihm einen anderen Tarif anbieten, ich möchte ihm vielleicht ein neues Handy anbieten oder ganz andere Internetoptionen oder dergleichen. Wohingegen ich einen Neukunden locken möchte mit einem tollen Angebot Handy plus Vertrag. Oder wenn ich jetzt sage, ich habe heute Prepaid-Kunden. Wenn ich einen Prepaid-Kunden habe, den möchte ich ja vielleicht mal unter Vertrag nehmen. Sprich, den kann ich am Ende entweder über Realtime-Bidding irgendwo an den DSPs oder in meinem eigenen Content-Management-System, wenn derjenige auftaucht, kann ich die alle separat ansprechen. Das Schöne, durch das, dass wir die Riesenbasis dahinter haben und Cookies, weil wir können schlichtweg mit unseren 200 Millionen Profilen, die wir in der DMP haben, online ansprechbar, können wir auch jeden in Deutschland ansprechen. Also in Deutschland geht man von 55 Millionen Internet-Usern aus und von einer auf die Gesamtbevölkerung, also die gut 80 Millionen verteilten Device-Verteilung von 2,8 Devices pro Person. Sprich, jede Person hat eventuell ein Handy, ein Laptop und 0,8 vielleicht ein Tablet. Wenn man diese quasi den 2,8-Faktor von den 80 Millionen auf die 55 Millionen User legen, sind wir mit unseren 200 Millionen Cookies ganz gut dabei, können wir alle Devices ansprechen. Und dann können Sie eben genau sagen, okay, diese Person gehört in meinen Kundenstamm, die möchte ich jetzt darüber ansprechen. So, gehen wir mal weiter. Wie ist das Thema Datentrennung, wie ist das Thema Datenschutz? Wie gesagt, in unserem Data Driver landen nur anonymisierte Informationen. Sprich, wenn ich jemand im Internet anspreche, egal ob auf meiner eigenen Seite oder irgendwo fernab, bei irgendwelchen Realtime-Aktivitäten, muss ich sicherstellen, dass diese Person nie bekannt ist. Sprich, wir wissen nie, ist es Fritz Miller oder Hilde Meier, sondern wir wissen, das ist ein Device mit den und den Eigenschaften. Da steht dann dahinter die Kaufkraft, was hat er für Interessen, was hat er zum Beispiel Reiseverhalten, was hat er für Automobilaffinitäten, ist es eher jemand, der keinen Wagen hat und sich immer mal einen ausleiht, oder ist es jemand, der einen Wagen so als Statussymbol in der Oberklasse hat. Und das Wichtige dabei ist, dass wir ganz 100% sicherstellen, dass das datenschutzrechtlich einwandfrei ist und dass, falls Sie uns CRM-Daten geben, die eben auch getrennt behandelt werden. Ich habe eine Folie vorbereitet, die das so ein bisschen zeigt, wie die Datentrennung und die Datenhoheit gewährleistet wird. Alle Daten, die bei uns in die große Data Management Plattform reingehen, die werden in verschiedenen Silos organisiert. Das heißt, die Schober-Daten sind ein eigenes Silo. Ich habe die Publisher-Daten, die ein eigenes Silo sind. Und wenn Sie mir jetzt CRM-Daten geben, dann sind die auch ein eigenes Silo. Der Inhaber der Daten, also der Eigentümer, ist der, der grundsätzlich immer über die Verwendung der Daten entscheidet. Kann seine Daten nur selber nutzen, was, denke ich, in den meisten Fällen der Fall ist. Aber es gibt natürlich auch Firmen, die Interesse haben und sagen, ich habe so viele Daten, denken wir mal an Lead-Generierer oder teilweise so E-Commerce-Plattformen oder Social-Plattformen, die sagen, naja, mein Grundmodell ist schon viel die Daten, ich möchte nur weitere Monetarisierungsformen finden. Dann können wir die auch für die anderen Nutzer der DMP freigeben. Aber per se sind Sie immer der, der entscheidet, was passiert mit meinen Daten. So. Gehen wir mal zur Content-Individualisierung, um die mal so ein bisschen genauer zu besprechen, was passiert da wie. Wir haben jetzt hier mal ein Beispiel, das Video, ein Online-Shop. Erstmal habe ich lauter User vor mir sitzen, bei denen ich nichts weiß, außer sie waren bei mir schon mal registriert. Was ist jetzt, wenn wir unsere DMP dabei einsetzen? Ich kann erstmal sagen, kann meine Nutzer kategorisieren. Anhand meiner eigenen CRM-Daten, anhand von Behavior oder eben anhand von Drittdaten. In dem Fall kann man zum Beispiel sagen, hat er eine hohe Kaufkraft, hat er Interesse an hochpreisigen Konsumgütern, ist er überhaupt technikaffin oder ist er einfach nur sonst ein Luxusmensch und ist er Bestandskunde oder nicht. Und dann kann ich sagen, ich kenne die Person jetzt exakt genau, dann kann ich entsprechend den Content ausspielen. In unserer Data Management Plattform wird nicht das Content Management übernommen, sondern wichtig zu wissen, wir übernehmen nur das Targeting. Ich erkläre nachher nochmal ganz kurz, wie das technisch funktioniert, so oberflächlich.
Das Spannende in dem Zusammenhang ist, dass Sie eben nicht mehr nur die User erkennen, die schon mal bei Ihnen registriert waren, sondern dass Sie jetzt auch Leute erkennen und zuteilen können, sagen, ist es Bestandskunde, ist es kein Bestandskunde und ist der überhaupt relevant für mich. Und dementsprechend können Sie, indem Sie die entsprechenden verschiedenen Content-Möglichkeiten in Ihrem CMS hinterlegen, können Sie sagen, okay, die Gruppe, die wirklich spannend für mich ist, da blende ich gleich mal ein tolles Angebot ein, die Gruppe, die technikaffin ist, die kriegt eher irgendwie technische Gimmicks angezeigt und die Haushaltsmutti, die kriegt die neuesten Backwaren angezeigt oder die neuesten Möglichkeiten, um in der Küche irgendwie ihr Portfolio aufzuwerten. So, wie funktioniert das Ganze? Wir haben natürlich zum einen den Nutzer da sitzen vor der Website, der natürlich auch in Realtime seine Informationen angezeigt haben möchte, weil er möchte ja nicht am Ende des Tages das Problem haben, dass hier die Seite ewig zum Aufbau benötigt. Deswegen haben wir eben in unserem Data Driver auch eine Realtime-Technologie. Und in dem Moment, wo die Website geladen wird, fragt das CMS bei uns im Data Driver an, ist es eben die Mutti, die eher Interesse für Backwaren hat, oder ist es am Ende des Tages der Technikaffine, der so richtig viel Geld für Technik-Gimmicks ausgibt. Und entsprechend hält das CMS für die zwei Gruppen verschiedene Möglichkeiten vor. Und je nachdem, welcher User eben von uns segmentiert wird, spielt das CMS aus. Das Ganze klingt jetzt relativ kompliziert, es geht aber tatsächlich in Echtzeit. Das CMS schickt an uns immer nur Ja-Nein-Abfragen. Ist natürlich vorher irgendwo definiert, welche Segmente sind überhaupt relevant. Und dementsprechend zieht es in dem Moment den Content an, der für den Nutzer relevant ist. So. Kommen wir zum zweiten Use Case. Display-Aussteuerung. Display-Aussteuerung jetzt eben nicht im Sinne von Content Management, sondern wenn ich irgendwo an einer Börse auf einen Platz biete. Fremde Websites nennen wir das. Da gibt es jetzt die Bannerplätze zum Buchen, die wir hier so in Rot eingerahmt dargestellt haben. Wie komme ich an die Bannerplätze, respektive wie erreiche ich den User, der für mich relevant ist? Die Bannerplätze kann ich ganz klassisch eben beim Vermarkter buchen oder über eine DSP. Aber ich möchte ja den Platz nur nutzen, wenn der User dahinter wirklich relevant für meinen Content ist. So. Wir haben im Prinzip wieder unsere Data Management Plattform dazwischen geschaltet und können entsprechend wieder die User klassifizieren, wie gerade eben in dem Content Management Fall. Und wie passiert das Ganze? Naja, in dem Moment, wo der User da ist, wird abgefragt, ist der relevant für mich? Also zeigt er das Segment? Muss man eben wie vorher auch die Segmente entsprechend festlegen. Und dann wird nur für den User, der wirklich relevant ist, für den wird geboten. Und für den rentiert sich dann irgendwo auch das Investment, um den Platz zu buchen. Also das Prinzip ist exakt das gleiche, wie es beim Content-Management-System ist, nur dass eben in dem Fall nicht das Content-Management-System abfragt, sondern die DSP abfragt. DSP ist, denke ich, jedem Begriff. Also die ganz klassischen sind zum Beispiel DoubleClick, AppNexus, MediaMast, Churn, all die Bieterplätze verwalten und gegen, also so die Auktionen dazwischen. So. Denkt, jetzt haben wir mal so grob das Thema Display, was kann man mit Drittdaten überhaupt aussteuern in den CMS und in den DSPs. Jetzt kommen wir mal zum Thema, was kann man mit der Analytik dahinter machen. Als erstes nehmen wir mal die dynamische Profilierung. In ganz klassischen Fällen wird in Data Management Plattforms folgendermaßen vorgegangen. Wir haben zum einen, sagt man, ein User, der fünfmal auf meiner Sportseite war, der ist sportaffin. Das sagt vielleicht nicht immer wirklich am Ende aus, ob der sportaffin ist. Vielleicht ist er nur fünfmal wegen irgendwas ganz anderes dort gewesen. Oder, und das ist der wichtige Fall, es ist gerade jeder User sehr sportaffin. Damit kann ich nicht mehr differenzieren. Um das so ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich einen Fall aus der Zeit der Fußball-WM. Es war total schön sichtbar,
wie man das erkennen konnte, wie sich die Grundgesamtheit auf einmal verändert in Deutschland. Sprich, das Wichtige ist, der Grundindex der Affinität ist immer dynamisch. Vor der WM waren ungefähr ja, so 60% der Bevölkerung normal am Thema Fußball interessiert. Die hatten also einen Index 100, weil das ist immer normal 0. Und die anderen 40%, ja, die hatten einfach mehr Interesse. Die waren öfters auf Seiten, die waren länger auf Fußballseiten, haben sich deutlich mehr Content auf den Seiten angeguckt. Also wir können sowohl eben die Verweildauer messen, die Anzahl der Klicks, die Aktivität, wenn jemand vor dem Bildschirm sitzt. Und da war einfach so ein 60-40-Split. Während der WM ist auf einmal der Index extrem nach oben gegangen. Sprich, auf einmal waren alle viel, viel mehr interessiert an Fußball. Die Frage ist, waren sie wirklich mehr an Fußball interessiert oder waren sie am Ende mehr Event interessiert? Weil mittlerweile tendiert ja so eine WM auch einfach zum Massenereignis zu werden und die Leute gehen gern zum Public Viewing, obwohl sie ansonsten eigentlich mit Fußball nichts am Hut haben. So, wie kriegt man jetzt aber, wenn in dem Fall noch jemand Marketing betreiben möchte, das irgendwie die extrem Fußballaffinen wirklich anspricht, wie kriegt man die jetzt raus? Naja, indem wir den Grundindex dynamisch halten, kann man sagen, naja, und die oberen 5%, die einfach nicht nur das WM-Interesse haben, sondern ganz grundsätzlich extrem viel Fußballinteresse, die kann man dann entsprechend rausfiltern, indem wir sagen, die sind so weit oberhalb vom Index, die haben noch mehr Interesse. Das liefert einfach, also das ist, glaube ich, extrem wichtig zu sagen, die Gesellschaft entwickelt sich ja auch. Die Gesellschaft ist ja heute nicht das gleiche wie in 3 Tagen. Und durch die dynamische Profilierung spiegeln wir einfach auch das Interesse immer wieder. Weil wenn in 3 Tagen irgendwo ein Erdbeben ist, haben auf einmal viel mehr Leute Interesse an dem Erdbeben, eventuell an dem Land, in dem es passiert ist und an den Auswirkungen. Und somit stellen wir sicher, dass immer in dem Moment, in dem ausgespielt wird, entsprechend auch die Interessenslage von dem Behavior dargestellt wird. So, neben dem, dass wir eben dynamisch profilieren, die Behavior-Daten, haben wir, wie ich anfangs erwähnt habe, einfach die Menge an Daten dahinter. Wir haben die kompletten Schober-Daten dahinter gelegt und sie können alle Attribute nutzen. Zum einen sind es eben die ganz klassischen Demografiewerte, ist jemand männlich, ist jemand weiblich, welche Altersklasse hat er, welche Gehaltsklasse hat er, aber dann eben auch Themen wie Wohnumfeld. Dann haben wir hier mal das Thema Touristik näher dargestellt. Da kann ich einfach schon mal raussuchen, ist es eher ein Individualreisender, der einfach schlichtweg schon mal im Normalfall mittlerweile viel Zeit vorm Internet verbringt, um seine Bausteine zu finden, oder ist es ein Pauschalurlauber, der halt einfach auf 2 Klicks mehr oder weniger bucht. Ist es ein Sporturlauber, dem zeige ich eher irgendwelche Activity-Reisen an oder tolle Clubs, oder ist es Städte-Kulturreisende, dem zeige ich dann eben den Eiffelturm mit ein paar schönen Themen drumherum. Und so haben wir für die verschiedenen Branchen das abgebildet. Also da ist Fundraising drin, da ist der Versandhandel drin, da ist Retail drin, Verlage, das geht dann weiter mit Banken, Versicherungen. Einfach die komplette Datenbreite, die wir sonst auch im Offline- oder im E-Mail-Bereich haben. So. Neben der dynamischen Profilierung ist natürlich immer die Frage, was ist für ein Unternehmen wirklich relevant? Grundsätzlich ist es so, dass jeder Kunde irgendwo einen Lifecycle hat. Ich habe Potenzialkunden, ich habe Interessenten, ich habe Neukunden, die Kunden mit hohem Wert, Kunden mit hohem Potenzial oder Kunden mit geringem Wert. Dann nehme ich jetzt nochmal den Telco-Case, der ist dafür ganz anschaulich. Kunden mit hohem Wert sind zum Beispiel Kunden, die schlichtweg immer den Tarif bezahlen, einen relativ hohen Tarif buchen, die einfach nichts damit zu tun haben wollen. Vielleicht nutzen sie das auch alles gar nicht, aber sie zahlen immer und sie lassen sich immer upgraden. Die wollen einfach ihre Ruhe haben. Das sind natürlich Kunden, die muss ich mir erhalten und die muss ich sehr, sehr gut pflegen, damit die mir nicht auf einmal abwandern. Dann habe ich Kunden mit hohem Potenzial, die jetzt erstmal einen Vertrag abgeschlossen haben, die aber einfach zum Beispiel die Kaufkraft haben, dass sie sich ganz andere Tarife leisten könnten. Sprich, wie spreche ich die im Gegensatz zu den Kunden mit hohem Wert an, um sie einfach nach oben zu transportieren vom Wert her. Dann habe ich Kunden mit geringem Wert, wo ich sage,
naja, wenn die jetzt kündigen würden, ist jetzt nicht so schlimm, weil war zum Beispiel nur ein Prepaid-Kunde. Hat mir sowieso erstmal per se nichts wirklich an maßgeblichen Mehrwert gebracht. Dann habe ich eben neben den aktiven Kunden jetzt die dritte Spalte, die gefährdeten Kunden. Darüber findet man eben raus, wer kündigt, wer ist inaktiv, wer ist Kündiger gefährdet. Und eben wie gesagt, es gibt ja auch Kunden, wo ich sage, da toleriere ich die Kündigung, das sind ja die tolerierten Kündiger. Am Ende gibt es noch die Gruppe der reaktivierten Kunden, das sind dann die zurückgewonnenen Altkunden. Bestehend auf einfach der Kundenentwicklung, Customer Lifecycle, wie man heutzutage so schön sagt, ist für mich immer jedes Unternehmen erstmal per se unterschiedlich, weil jedes Unternehmen hat andere Kriterien. Wenn wir jetzt sagen, naja, ich habe eine spezielle Zielgruppe oder ich weiß gar nicht so genau, wer bei meinem Bestand der Relevante ist, dann mache ich Folgendes. Ich mache eine Kundensegmentierung. Kann man sehr, sehr gut mit Drittdaten machen. Wir nehmen den kompletten Bestand oder einfach repräsentative Gruppen, die fangen irgendwo bei mindestens 1000 Kunden an, wo wir mit Drittdaten drangehen, die anspielen und sagen, was charakterisiert die Kunden. Basierend auf den Charakteristiken können wir entwickeln, wie werthaltig ist ein Kunde. Und das kann man natürlich portieren auf die Grundgesamtheit der Deutschen, sprich auf jedes Profil, das wir verfügbar haben. So entsteht eine Scorekarte. Diese Scorekarte kann man auch für jegliche Art von Display-Targeting hinterlegen. Das heißt, ich habe heute, jetzt bleibe ich mal bei dem Telefonbeispiel, ich kann die Grundgesamtheit der Deutschen kann ich in drei verschiedene Themen eingrenzen. Das eine sind potenzielle Kunden mit hohem Wert, potenzielle Kunden mit hohem Potenzial und potenzielle Kunden mit geringem Wert. Sprich, ich spreche die anders an. Vielleicht gebe ich auch für die, die mir nur einen geringen Wert bringen werden, überhaupt gar kein Geld aus. Damit fängt quasi die Customer Journey an. Ich finde schon mal mein Potenzial der wirklich guten Kunden. Und von den Potenzialkunden, die ich erstmal in der Grundgesamtheit habe, kann ich schon mal die rausfiltern, die meine Interessenten sind. Und da fange ich mit der Bewerbung an. Und gerade wenn es um zum Beispiel hochinvestive Güter wie Automobile geht, kann man damit sehr, sehr viel rausfinden, was sind denn wirklich meine Potenziale. Ist es eher ein BMW-Fahrer, ist es eher ein Skoda-Fahrer, ist es eher ein Porsche-Fahrer? Sprich, wer von diesem Universum der Deutschen ist denn wirklich mein Potenzialkunde und wie kann ich dem zum Interessenten konvertieren? Und dann natürlich die nächste Frage, wie kann ich den zum Neukunden konvertieren? Und da ist eben zum einen die individuelle Ansprache extrem wichtig, um entsprechend den Uplift zu bekommen, aber eben auch die Sache, wie finde ich überhaupt die Leute? Wo kann ich sie überhaupt ansprechen? Und da ist die Lösung wiederum eben, naja, wenn ich heute jeden User targeten kann und wenn ich den mit Drittdaten targeten kann, dann kann ich auch das Scoring hinterlegen. Somit treffe ich nur noch die User, die für mich wirklich relevant sind. Und das ist am Ende des Tages der wirklich wichtige Punkt für die Conversion. Wo finde ich die Leute, die relevant sind für mein Business, also für meine Autos, für meine Handytarife, für meine Reisen oder was auch immer, für meine Kleidung, die ich anbiete. Wo finde ich die? Und mit was kann ich sie am besten ansprechen? Da kann Targeting sehr, sehr viel leisten. Schober hat natürlich sehr, sehr viel Erfahrung im postalischen Bereich aus den letzten 30, 40 Jahren. Da waren sehr, sehr viele Scorekarten im Einsatz. Da hat man durchaus irgendwo Uplift-Regionen von 10%, die man sehr gut erreichen kann mit individuellen Scorings. Also, fassen wir zusammen. Wichtig ist, wo finde ich die und mit was spreche ich sie an? Sprich, wir können Ihnen sicherstellen, wo finden Sie die und wo können Sie die ansprechen. Und dann kommt der zweite wichtige Part, das ist der Content. Den liefern wir nicht mehr zu, aber dafür sind Sie, glaube ich, alle Spezialisten oder haben Ihre Agenturen. Aber den Punkt, den wir wirklich über alle Kanäle sicherstellen können, ist, wo finden Sie die Interessenten? Und das passiert eben aufgrund von Drittdaten, wo wir Ihre Potenziale deutlich besser eingrenzen können. So, jetzt fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Der erste Punkt war, wie stellen wir die datenschutzkonforme Verknüpfung von On- und Offline-Daten sicher?
Da habe ich eben erklärt, wie wir das machen mit den Hash-Verfahren, wie bekommen wir die Cookies an die Attribute. Das zweite waren die maßgeschneiderten Zielgruppen. Da war eben der eine Punkt die dynamische Modellierung. Der zweite Punkt waren die Scorekarten, die wir einsetzen können. Und das dritte war eben die individuelle Ansprache. Die höhere Conversion kommt wirklich dadurch zustande, dass sie die Leute treffen, die sie treffen wollen, die wirklich ihr Potenzial sind. Und damit bekommen sie auch die Conversion deutlich nach oben. Es ist in jedem Fall, ist die Conversion-Steigerung immer ein anderer Fall, weil es kommt immer darauf an, was ist ihre Zielgruppe, was ist ihr Produkt, wie kann man das entsprechend nach oben entwickeln. Sprich, wenn ich jetzt sagen würde, wir bekommen überall 10 oder 20% raus, dann würde ich Ihnen was vorlügen. Aber wir können bei jedem Kundenbestand mit Sicherheit viele Prozent Conversion rausholen, indem wir schon mal analytisch rangehen und dann ihre Potenziale entsprechend im Markt treffen. Ich hoffe, das war jetzt für Sie so ein guter Ausblick und Überblick, was Sie mit Data-Driven Advertising mit Echtdaten erreichen können, was wir Ihnen auch zur Verfügung stellen können. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich selber ansprechen oder gern auch eine meiner Kollegen, dass wir Ihnen im Detail vorstellen können, was können wir für Sie in Ihrem Unternehmen leisten, weil es wird ja immer für verschiedene irgendwo ganz anders sein. Ja, und dann freue ich mich jetzt hoffentlich noch auf ein paar Fragen.